Nein, eigentlich will ich mich nur weiter über das Thema unterhalten. Und davon Ähm. muss die Folge beginnen. Ja! Hat sie auch gerade. Herzlich willkommen zurück zu Zombie Army Trilogy. Mit dem Penis. DP-Anne Games Penis. und seinem Penis. Und meiner Wenigkeit. Ja. Mein Penis sagt auch gern Hallo. Ja. Ja, wo waren wir denn überhaupt jetzt stehen geblieben? Durch das ganze Rummi-Baller und Rummi-Zetra und dadurch, dass du mich Durch instant dein getötet hast. Sterben. Ja, Weil. was by the way bester Move aller Zeiten war. Oh ja. Wo waren wir Oh, mach stehen du mal. geblieben? Er guckt mich mal um. Ah ja, stimmt. YouTuber, die ich gern gucke, den hatten wir. Ich hätte gesagt, Heider, Klingan, Renebrain. GameStar, ja genau, wir waren bei der GameStar schon gewesen. Irgendwas schlägt mich. Ja, aber so ein bisschen Lieblingssuchen hatte ich überhaupt nicht. Bams. Neu mit einer. Was ich zum Beispiel so richtig. Wo ich wirklich vom Glauben abgefallen bin, als ich das gesehen habe, dass das ja bestimmt auch mit Dom Nerd und die seinen für Schwulen hassen reden. Kicken. Wo ich so tatsächlich gezweifelt habe an der menschlichen Intelligenz. Also das war so dämlich, ey. Ich denke so, Alter, das kann ja doch nicht ernst meinen. So dumm kann kein Mensch sein. Ja, siehst ja, also, man sollte, dazu muss ich wirklich sagen, man sollte nicht jeden YouTuber werden lassen. Verdammt, Ja. ich bin tot. Oh, ganz knapp überlebt, ey. Wie Superman Dennis, der seinen 12- oder 13-jährigen Sohn dazu animiert, seinen YouTube-Kanal zu haben. Ja, also, besonders wenn es denn darum geht, dass du am Ende dafür Geld unterkriegst, ey, dann ist das Ausbeutung wiederum, finde ich. War es auch das Ich streng, sage mal, streng von wo genommen kommt. würde das so unter eigentlich würde das per Gesetz, ich glaube sogar noch unter Kinderarbeit fallen. Ja, aber das Problem ist halt einfach, dass YouTube nicht als Arbeit zählt, also nicht als offizielle Arbeit. Ja. Es sei denn, du bist als bei der deutschen Gewerkschaft als eigenständiger Medienproduzent angegeben und dann zählt das. Ja. Aber dafür musst du erstens volljährig sein und zweitens, ich Was? glaube auch bei der Agentur für Arbeit als selbstständig oder so gemeldet sein. Ach so, von hinten! Ja, ich hab mir auch gerade gewundert, ey, der. Ich warte mal, ich muss erstmal wieder was beim Spielen an Zoom-Level Hab behalten, ihn ja. schon. Gut. Ah. Ich hab mich Und gerade da gewundert. springt der nächste. Die sind wie Frösche, wa? Quark. Ich hab Das ungutes Gefühl, Quaken. dass wenn ich jetzt hier lang gehe, sterbe. Da wir hier auch lang müssen. Ich hab das ungute Gefühl, dass wir gerade zwei übersehen haben. Meinst du? Warum nicht? Ich habe gerade zwei getötet. Ah, läuft. Uah, ich wurde hier fast von einer Schranke erschlagen. Von einer Schranke. Ja. Timer. Also müssen wir wieder circa 5 Minuten abdenken. Ja. Ballern Sie einfach zum nächsten 2, 3 Safehäusern oder so. Hausen. Gold. Goldständer. Muni! Moni! Hier ist Moni, eine Moni, Munikiste. Moni. Dann kannst du dir vorstellen, was jetzt gleich auf uns wartet. Ich finde es auch generell lustig, wie so teilweise so YouTube-Communities da so wirklich richtig so dämlich sind. Ah, Leute, es bitte Also. genauer. Ich sag mal, jeder YouTuber hat ja in gewisser Art und Weise eine Community. Meine besteht aus drei Leuten.
Ja. So. Habe ich gerade einen Tisch umgerannt? Ja, und ich weiß nicht, was wir da gerade aufgesammelt haben, aber ach du. Ich glaube, es war Gold. Denn waren die Golddinger aber ganz schön dicht beieinander. Ich würde zwar eher meinen sogar, dass es vielleicht eine Flasche war. Können wir ja später sehen. Genau. Ah. Da geht's übrigens Richtung Safehouse. Wow. Wir werden gerade von hinten gefistet. Dabei muss ich ja bei meinem Prostata nicht untersuchen lassen. Kümmer du dich einfach um die Großen. Ja. Ich helfe mal doch nur. Komm, Helm ist schon mal weg. So. Gehen aber Leute mal auf. Also was ich damit meine ist... Was für ein Killshot. Das war eine YouTube-Trophäe. Was mit diesem YouTube und dem Nice? Jeder hat ja eine Community. Meine besteht ja, wie gesagt, aus drei Leuten. Also gefühlt drei Leuten. Mhm. Und zum Beispiel die Community von Mert. Was zum Fick? Ist nicht. Liegen bleiben. Will noch einer Stress? Latsch jetzt noch mal ein bisschen. Du scheißt jetzt nicht ernsthaft auf diese Leiche, Freundchen. Er scheißt auf die Leiche. Ich glaub's nicht. Ja, ich muss ein Ab sein. Der legt da echt ein Ei drauf. Ja, die Community von Mert nach diesem Statement Video aka Hassrede gegen Schwule und anders sexualisiert denkenden Menschen hat man so in den Kommentaren so diese grenzdebilen Sachen gesehen oder generell, wenn man zum Beispiel Klängern hat er auch so ein Video so drüber gemacht, wo er dann auch sich so ein bisschen darüber aufgeregt hat, dass es halt einfach gar nicht geht, vor allen Dingen in der heutigen Zeit nicht mehr. Mhm. Und der macht ja immer so Videos, so Fans haten mich. So. Mhm. Weil so den meisten Videos, wo er was gegen spezielle YouTuber sagt, kommen dann irgendwelche Fanboys an und labern dann Bullshit. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Ja, ich hab mich die ganze Zeit nur umgekickt, ob ich irgendeine interessante Waffe habe, aber ich hab bisher bloß irgendwie eine. Wie die Mucke sich gleich verändert, ey. Ja. Hoch, runter. Flinte? Gold gefunden. Ja, Flinte und Gold. Flinte. Und... Bei dieser Community von Mert ist mir wirklich so... Da bin ich noch mehr vom Glauben abgefallen, als ohnehin schon bei diesem Statement-Video mich gewundert habe, dass sowas überhaupt noch heutzutage existiert. Mhm. Wo die wirklich dann dem so 100% recht geben und das, ja... Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne rassistisch zu klingen, aber... Ich baller jetzt jemand weg da! Ja, ich... So, hab's noch überlegt. Aber seine Community besteht irgendwie nur aus grenzdebilen Vollbasten, aka Kanaken. Vor allem, lustig, der bezeichnet sich ja selber als Kanake. So. Also in dem Punkt nicht mehr schlimm, wenn wir das hier im Video erwähnen. Ich meine, wenn man sich selbst als... Ja, deswegen... Habt ihr gerade was entdeckt, was uns gerade tierisch auf den Sack gehen wird? Kümmere euch um alles. Klettboden? Nein, guck mal, was da hinten ist. Oh. Weil ich mich die ganze Zeit wunder, warum mir auf immer von hinten Gegner kommen. Ich glaube nicht. Alter. Ich werde gefistet. Ja, ich seh's gerade. Aber ich kann oben. Kannst du dich um die Feinde kümmern? Ich kümmere mich. Oh. Alter! Wo ist denn der? Der ist irgendwo da hinten. Ja. Der spawnt hier so viele in den kleinen Gang. Das ist richtig nervig.
Und ja, die Komödie, die, von dem, die ist so, so grenzt. Das wird nicht. Du bist gestorben. Ja. Lass ein Spiel. Bei mir steht bloß Kontrollpunkt starten. Lass ein Spiel. Gut, also diesmal müssen wir vorher drauf achten, auf den Typen. Ja. Du kümmerst dich um die Leute, ich kümmere mich um den Typen. Jo. So, die Thompson mitgenommen und dann los. Wieso nicht Flinte? Oh, keine Ahnung. Thompson hat irgendwie was. So, warte. Ah ja, ja. So, jetzt. Ah, wir können uns jetzt schon um den Typen kümmern. Hab ich mal schnell. Wollte gerade sagen, habe ich schnell gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwo ist noch einer. Verdammt. Bin fast tot. Zu viele. Ja. Oder auch zum Beispiel, welche Community mir auch so richtig hart auf den Sack geht. Eher so, nicht weiß ich, als uns wie Scheiße labern, so wie die Community von Nerd oder so. Oder von anderen, wie man es im Volksmund nennt, Asi-YouTubern. Ist zum Beispiel die Community von Ninotaku. Und jetzt so alle, was? Ich muss dazu sagen, ich bin selber Fan von Ninotaku, aber erzähl ruhig. Offene Redefreiheit und so. Mir geht's halt auf den Sack, dass die Community teilweise so richtige, ja, Mainstream-Spacken ohne Ahnung sind. Also die meisten. Mhm. Das haben wir ja vor allen Dingen sehr, sehr deutlich bei seinen beste Animes von Arbis. Bombenwetter. Oh ja. Und hinter uns ist Bombenwetter. Der kam gut, wa? Eine Bombenstimmung! Ja, auf jeden Fall, seine Videos von A bis Z. Ja, seine Videos von A bis Z hat man gesehen. Das war ja nichts anderes als, es war ja vollkommen Community-basiert. Der hat ja keine Freiheit da gehabt. Der hat halt gesagt, ey, bei High Five, das hat so richtig gut funktioniert, hat richtig viele Klicks gekriegt. Also ich gehe davon aus, dass das so geschehen ist, weil anders kann ich mir diese Entscheidung relativ nach Beendigung von High Fives beste Spiele von A bis Z halt nicht erklären. Und dann hat er gesagt, ja gut, lass mal Community entscheiden. Und dann hat man gesehen, dass manche wo jetzt lang? Bei manchen oder Buchstaben rechts? So. Weiß ich nicht. Sieht bei es nicht vertrauenserweckend aus. Das du bei einigen, rechts, ich gehe links. Ja. Oh, Geschütz! Ja, bei mir auch. Das heißt aber nichts Gutes. Ja. Ich bin meine das Schütz. Geschütz. Oh, die Mucke. Gib mir den Beat! Digga! Bei manchen Buchstaben hat man halt echt gesehen, so, dass die halt total wenig Ahnung von Animes haben. Gut, man kann jetzt einmal mit argumentieren, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Aber zum Beispiel Buchstabe N. Naruto auf Platz 1. Ach du Scheiße, sind das viele Skelette. Ja, ich seh's gerade. Vor allem bei dir, bei mir ist irgendwie gar nichts so viel. Ja, ich merke auch gerade, Alter, was? Ich schieße so ein bisschen mit in deine Richtung. Bei Buchstaben N hat man das ganz deutlich gemerkt. Ohne das Zutun von Nino und LeFloid wäre Neon Genesis Evangelion gar nicht auf Platz 2 gewotet. Ich glaube, ich mache es jetzt ganz anders gerade. Ich werde mich mal ein bisschen hier vorne hinstellen, dass sie hier alle herkommen. Ich bin unverwundbar. Jetzt fängt die Fire on. Und das wäre jetzt böse. Jetzt fängt die Fire on. Und das wäre böse. Vor allem, wie das Ding einfach gar nicht mehr tritt. Ja, also hinter dir. Ich hab auch schon mitgekriegt. Ich hab mit voller Wucht auf einen Ruf gehalten. Die Kugeln sind alle an dem vorbei düst. Das war's schon? Ja. Ist doch ein Witz! Okay. Das hätte man ja selbst
Ich glaube, ich hätte die Fresse nicht so weit aufreißen sollen, denn die Schrei bedeutet nicht. Ich gehe wieder ans Geschütz. Hallo. Also soll ich wieder vorkommen, oder? Also ich bin jetzt wieder am Geschütz. Ich auch gerade. Wie gesagt, ohne das Zutun von Nino und The Bolt wäre halt mir und das Evangelion gar nicht auf Platz 2 gewotet worden. Dann hast du dann abgesehen, dass die Community natürlich Drecks fucking Naruto auf Platz 1 gewotet hat. Wir haben jetzt gerade richtig große Arschkarte, jetzt kommen mittlerweile selbst die Sprengtypen und die Viecher hier sind richtig stark gepolstert. Weiß. Ah. Ich brauche 3 Tritte, um die zu töten. Ja, das ist gerade richtig übel. Wow. Die haben Ritterrüstungen an. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich mich jetzt hier hinstellen soll, also. Hier musst du jetzt wirklich die Sprengaffen. Dazu. LOL! Ich hab hier jemanden in der Default-Pose. Oh, läuft! Vorsicht! Oder auch lustig bei diesen Anime A bis Z Scheiße. Fand ich halt Buchstabe F. Fairy Tail versus Full Metal Alchemist. War so. Der Ed ist hier gerade bei mir voll gegen die Wand geklatscht. Wo ich ja ganz klar sagen muss, also ich habe sowohl Fairy Tail gesehen als auch Full Metal Alchemist. War so. Und gut, Fairy Tail habe ich halt komplett gesehen, weil das kann man nicht komplett sehen, das ist genauso wie wie One Piece. Das endet nie. Ja, ja doch, Fairy Tales, da soll ja jetzt angeblich bloß noch die Filme kommen. Die Bänen. Verdammt. Zwei Filme. Ich verblute. Hilfe, hilf mir. Hilf es. Ja, ich glaub. Oh, bloß aus der Menge weg. Ja, ich hab wie gesagt beides gesehen, also Fairy Tail habe ich ungefähr 100 Folgen geguckt. Damals noch in der hinter dir. BVB, ja, habe ich gemerkt. Haben mir Mütchen zu spät. Und vor mir der Alchemist Brotherhood hat mir mittlerweile auch zu Gemüte gehört und hab's in meine Top 10 der besten Anime aller Zeiten irgendwie aufgenommen. Ja, also ich muss auch sagen, momentan schaut mir gerade wieder Full Metal Alchemist an. Und ich feier den Anime einfach, der ist so. Alter, wir haben hier einen Langbein. Der ist wirklich einfach gut. Und wir haben hier hinten einen Langbein. Komm mal zu mir, wenn du es schaffst. Hinter dir! Verdammt, weg! Ich geh nicht mehr auf den Sack gerade, ey. Siehst du den Typen da hinten an der Treppe? Der dich gerade angegriffen hat? Ja. Siehst du den hier? Nein. Autsch. Oh, wir haben es endlich hinter uns. Boah, Junge, das war nervig. Ich hab kaum noch Muni. Ja, aber was für ein Streit da entstanden ist. So ist wirklich ein Kommentarkrieg. Wo es halt. Kann diese Scheiße mal aufhören? Ach, ich hab gerade gesehen, da waren Druckplatten. Ja. Wow. Oh. Wow. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl, die kommen scheinbar immer näher. Das ist interessant, wenn ich lock einfach. Einfach weiter herrannt. Die Penner eiskalt ignoriert. Hm. So wie sehr viele Sachen, die man Call of Duty machen kann. Man kann fast jedes Gefecht einfach ignorieren. Oh, Backe! Alter! Ja, komm mal her, 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 komm mal her. Was? Ich würde mich hier fickt fühlen. Was? Was? Du dreckiges Arschloch. Ist das unser Big Boss oder was? Der Fetti. Das ist der Fetti, der unverwundbar ist. Oder der frisst nur einfach sehr viele Kugeln. Hui. Wir haben ihn von seinem Leiden erlöst, von einem Panzer gefistet zu werden. Na, nicht gefistet, er hat da drin gehört. Elite-Taschendieb! Na, hast du auch schon so viele Leichen wieder geplündert? Ja. Safe House.
Ah, ich sehe, ich komm gleich. Kannst du schon mal reingehen? Ich sehe dich von draußen. Boah, ist das ein eng. Das ist eng. Aber dieser Kommentar kriegt den es da in den da gab unter dieser ABZ-Folge. Das ist so. Boah, ey. Du hast mir so. Wie sehr Fanboy kann man bitteschön sein? Wie dämlich und behindert muss man bitteschön sein, um in YouTube-Kommentaren eines User-Votings einen Kommentarkrieg zu veranstalten? Oh, wer weiß? Also, du, Chris, du hast die Wahl zwischen einer Springfield und einer Springfield. Welche nimmst du? Ich würde meinen die Chesterfield. Oh, nee. Warten. Der ist so schlecht. Das war schlecht. Das war schlechter als schlecht. So, wir haben jetzt noch. Lass mich lügen. Sachen zu tun. Ja, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Also da lohnt es sich jetzt auch nicht mehr loszulaufen. Aber so eine Springfield hat schon was für sich. So, hast du eigentlich. Ah, hier. Ich wollte gerade fragen, hast du eigentlich Munitions-Dings gefunden? Aber ich habe schon nicht gefunden. Hier, ich finde nur das und die Kreuzmunition. Hier liegt halt nur noch Flintenmuni. Du Frage. Möchtest du eine von meinen unzähligen M1-Karabiner? Nein, ich bleib bei meiner Springfield. So, noch ein bisschen. Wenn ich sie gelb anmale, dann ist es passend. So. Alter, oder willst du eine von meinen unzähligen Gasmasken haben? Such dir eine aus. Nimm wieder. Die bewegen sich. Oder? Nee. Sah grad bloß aus. Nein. Die haben keine physikalische Reaktion. Man wart wahrscheinlich bloß wegen dem. Reaktion haben. Wer 43. Immer noch der Bringer. Auf jeden Fall, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Zeigt uns, dass ihr das Projekt mögt und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt. Zombie-Army-Trilogie in deinen Arsch. Naja, in meinen Arsch vielleicht nicht, aber. Warte, das können wir ändern. Gut, jetzt in meinen Arsch. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ciao!